Hallo, ich bin Adriana und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Bewegungsmangel im Alltag kann zu Verspannungen, Fehlhaltungen, Gelenkbeschwerden, aber auch zu Verkürzungen in der Muskulatur führen. Durch achtsame und ausgleichende Bewegungsabläufe kann man diesem Prozess entgegenwirken. Schon 30 Minuten pro Tag können da Wunder bewirken, aber schau einfach, dass du so oft wie möglich Bewegung in deinen Alltag integrierst. Ich habe dir einen wunderschönen Flow genau dafür zusammengestellt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wenn du bereit bist, dann breite deine Matte aus und bis gleich. Willkommen auf deiner Matte. Setz dich in einen bequemen Schneidersitz. Richte dich einmal auf und hebe einatmend die Arme lang über die Seiten nach oben an. Atme aus, beug dich nach vorne über deine Oberschenkel, lege die Hände und die Stirn auf der Matte ab. Wir wollen die Haltung des Kindes nutzen, um langsam auf unserer Matte anzukommen. Gebe jeden Gedanken, den du gerade nicht brauchst, über die Stirn der Matte ab. Werde ganz präsent. Fokussiere dich auf deine Atmung und kehre deine Aufmerksamkeit nach innen. Atme bewusst und tief ein, mach dich noch einmal ganz lang. Spür die Dehnung in deinen Flanken. Rolle dich ausatmend nach oben, als wolltest du in deine Katze. Mach dich voll und rund. Schieb dich weiter nach vorne, um dein Becken auf der Matte abzulegen. Dein Oberkörper kommt mit dazu. Wir wollen in die kleine Kobra. Zieh dafür die Schulterblätter zueinander, atme tief ein, ausatmen, schieb dich zurück in die Haltung des Kindes. Schaffe Länge im Oberkörper. Und noch einmal roll dich Wirbel für Wirbel nach oben in deine Katze. Leg dich sanft auf der Matte ab. Hebe deinen Oberkörper an, einatmen, Kobra. Ausatmen, schieb dich zurück, Haltung des Kindes. Und noch einmal ausatmen, nach oben rollen, in die Katze. Leg dich ab, einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, schieb dich zurück, Haltung des Kindes. Und schieb dein Gesäß Richtung Decke für unseren ersten herabschauenden Hund. Trete deine Beine aus, mach dich lang im Oberkörper. Viel Kraft in Arme und Hände. Schultern sind entspannt. Laufe in kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte. Ganze Vorbeuge, gerne hier die Knie noch gebeugt lassen, ausatmen. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer und gerader Rücken und roll dich ins Stehen, Tadasana. Verwurzel die Füße in die Matte,
Bauch ist angespannt und deine Handflächen zeigen nach vorne. Einatmen, hebe die Arme lang über die Seiten nach oben an, für die Handflächen zueinander. Atme aus, beuge dich nach vorne, ganze Vorbeuge. Lege die Hände auf der Matte ab, laufe nach hinten in deine Plank-Position, halte kurz und leg dich dann auf der Matte. Bringe deinen rechten Unterarm vor dir, sodass du dich abstützen kannst. Wir wollen gleich in den halben Bogen. Dafür beugst du dein linkes Bein und greifst mit deiner linken Hand deinen linken Fuß und zieh deine Ferse nah zu dir ran. Wir wollen hier die Schulter öffnen, den Oberschenkel dehnen. Halte und zieh die Ferse so nah zu dir ran, wie du magst. Langsam lösen, lege deinen linken Fuß ab, bringe diesmal den linken Unterarm vor dich. Und greife mit der rechten Hand deinen rechten Fuß, zieh die rechte Ferse zu dir ran, für den halben Bogen auf der anderen Seite. Hier bleiben. Atme tief ein und aus. Genieße die Dehnung. Und langsam die Hand von dem rechten Fuß lösen, deinen rechten Fuß langsam ablegen, die Hände auf Brusthöhe bringen und den Oberkörper anheben für die kleine Kobra. Halte dich hier aus der Rückenmuskulatur heraus. Einatmen, ausatmen, schieb dich zurück, Haltung des Kindes. Zieh dich in die Länge, schiebe dein Gesäß Richtung Decke, herabschauender Hund. Lasse deine Fersen Richtung Matte sinken, mach dich lang im Oberkörper, atme ein, hebe dein rechtes Bein Richtung Decke an, ausatmen, Knie zur Brust und bringe dein rechtes Bein nach vorne zwischen die Arme. Und lege dein hinteres Bein ab. Schau, dass du vorne im rechten Winkel bist, Knie über Fußgelenk. Und lasse einatmend deinen rechten Arm über vorne nach hinten rotieren. Ziehe den linken Arm nach vorne und dreh dich hier ein. Schau nach hinten über die rechte Schulter. Halte. Dreh dich noch etwas mehr ein. Bauch ist angespannt. Lasse trotzdem die Hüfte Richtung Matte sinken. Und bringe die linke Hand zurück zur Matte. Die rechte Hand kommt dazu. Stelle dein hinteres Bein auf und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Atme ein, hebe dein linkes Bein lang Richtung Decke an. Ausatmen, Knie zur Brust und dein linkes Bein nach vorne zwischen die Arme. Lege dein rechtes Knie auf der Matte ab. Richte dich hier einmal aus und lasse diesmal deinen linken Arm über vorne nach hinten kreisen. Der rechte Arm kommt mit dazu. Dreh dich hier schön ein und schau nach hinten über die linke Schulter. Halte.
Und bringe ausatmend die rechte Hand auf die Matte, die linke Hand kommt mit dazu. Und schiebe dich zurück in den herabschauenden Hund. Mach dich einmal ganz lang und laufe in Minischritten an den Anfang deiner Matte. Atme aus, sinke tief, ganze Vorbeuge, etwas tiefer als zuvor. Atme ein in die halbe Vorbeuge und roll dich ins Stehen, Tadasana. Bauch ist angespannt. Atme ein, hebe die Arme lang über die Seiten nach oben an, zieh dich leicht nach hinten, öffne dich im Oberkörper. Atme aus, beuge dich nach vorne, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, zieh dich in die Länge. Lege die Hände auf der Matte ab, laufe nach hinten, Plank-Position. Finde deinen Weg zur Matte, atme aus, Chaturanga oder ablegen. Einatmen, kleine Kobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Wir wollen gleich in eine modifizierte Taube. Hebe dafür einatmend dein rechtes Bein Richtung Decke an. Atme aus, Knie zur Brust kurz halten, Bauch anspannen. Bringe deinen rechten Fuß rüber auf die linke Seite und lege dich sanft ab. Schau, dass du deinen hinteren Fuß nicht zur Seite ablegst, sodass dein Knie auf der Matte bleibt. Und halte hier. Diese Taubenvariante ist angenehmer für unser Knie. Und trotzdem haben wir dieselbe Dehnung in der rechten Hüfte. Richte dich auf, solltest du dich nach vorne gelegt haben. Stelle dein hinteres Bein auf und strecke noch einmal dein rechtes Bein lang Richtung Decke an. Lasse gerne deinen Fuß kreisen. Und lege den rechten Fuß wieder ab. Wir machen weiter mit links. Atme ein, hebe dein linkes Bein lang Richtung Decke an. Schau, dass du Platz hast auf der rechten Seite. Atme aus, Knie zur Brust, kurz halten und bringe deinen linken Fuß diesmal rüber zur rechten Seite. Ganz langsam dein linkes Bein ablegen. Schau, dass dein rechtes Knie auf der Matte bleibt. Und wenn du magst, dann beug dich nach vorne, stütz dich mit deinen Unterarmen ab. Und halte hier. Atme noch einmal tief ein und aus und genieße die Dehnung. Und richte dich langsam wieder auf, solltest du dich abgelegt haben. Und schieb dich zurück, herabschauender Hund. Hebe noch einmal dein linkes Bein lang Richtung Decke an. Und auch deinen linken Fuß wieder ablegen. Laufe nach vorne an den Anfang deiner Matte. Atme aus, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, zieh dich in die Länge und roll dich ins Stehen, Tadasana. Atme ein, hebe die Arme lang über die Seiten nach oben an. Zieh dich leicht nach hinten, öffne dich im Oberkörper, schau Richtung Decke. Atme aus, beuge dich nach vorne, ganze Vorbeuge. Atme ein, halbe Vorbeuge, in die Länge ziehen. Lege die Hände auf der Matte ab, laufe nach hinten, Plank-Position. Halte. Ausatmen, leg dich auf der Matte ab oder
Chaturanga, einatmen, kleine Kobra oder heraufschauender Hund, ausatmen, herabschauender Hund. Nimm hier einen Atemzug, einatmen, rechtes Bein Richtung Decke anheben, ausatmen, Knie zur Brust und dein rechtes Bein nach vorne zwischen die Arme. Atme ein, richte dich langsam auf in den hohen Ausfallschritt und lasse deinen rechten Arm nach hinten kreisen und den linken Arm nach vorne zeigen. Dreh dich ein wie vorher im tiefen Ausfallschritt und schau nach hinten zur rechten Hand. Halte, dreh dich vielleicht noch etwas mehr ein, finde Stabilität. Lasse den rechten Arm nach vorne kreisen, bringe die Hände Richtung Matte und strecke sanft dein rechtes Bein aus so weit wie du kannst in die Pyramide. Wenn du magst, beuge dich über dein rechtes Bein oder bleibe lang und gerade im Rücken. Nimm hier einen tiefen Atemzug. Halte. Beuge dein rechtes Bein erneut und bringe dein linkes Bein nach vorne in die ganze Vorbeuge. Spür den Unterschied zwischen rechts und links. Einatmen, halbe Vorbeuge und roll dich ins Stehen, Tadasana. Einatmen, hebe die Arme lang über die Seiten nach oben an. Zieh dich leicht nach hinten. Ausatmen, beuge dich nach vorne, ganze Vorbeuge. Atme ein, zieh dich in die Länge. Lege die Hände auf der Matte ab, laufe nach hinten in die Plank-Position, kurz halten. Ausatmen Richtung Matte. Einatmen, kleine Kobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Das gleiche machen wir natürlich auch mit links. Das heißt, einatmen, hebe dein linkes Bein Richtung Decke an. Ausatmen, Knie zur Brust, Bauch ist fest. Bringe dein linkes Bein nach vorne zwischen die Arme. Die Arme über vorne nach oben anheben in den hohen Ausfallschritt. Und lasse diesmal den linken Arm nach hinten kreisen. Schau nach hinten zur linken Hand. Dein rechter Arm zeigt nach vorne, dreh dich hier schön ein. Verwurzel die Füße fest in die Matte. Halte, dreh dich vielleicht noch etwas mehr ein. Und bringe den linken Arm nach vorne, beide Hände auf die Matte, um dein linkes Bein langsam auszustrecken. Beuge dich nach vorne über dein linkes Bein, wenn du möchtest. Oder bleibe gerade im Rücken. Behalte dir gerne einen Knick bei in deinem vorderen Bein. Und atme aus, beuge dein linkes Bein, bringe dein rechtes Bein nach vorne, ganze Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge und roll dich ins Stehen, Tadasana. Öffne deine Beine mattenbreit. Wir wollen gleich in Malasana die Hocke. Hebe dafür deine Arme über die Seiten nach oben an, bring die Hände vors Herz. Beuge beide Beine und setz dich tief in die Hocke. Bringe deine Arme an die Innenseite deiner Knie. Und versuche lang und gerade im Rücken zu bleiben. Wenn du magst, darfst du mit deinen Armen deine Beine noch etwas mehr nach außen öffnen, für eine intensivere Hüftöffnung. Und lege dann langsam deine Hände auf der Matte ab und setz dich auf die Matte.
Strecke dein rechtes Bein lang nach vorne aus. Beuge dein linkes Bein und zieh es nah zu dir ran. Bleibe gerne hier sitzen, wenn du magst. Oder bringe deinen linken Arm in die Mitte zu deinem rechten Bein und bleibe hier. Beuge dich gerne leicht nach vorne, wenn du möchtest. Wenn du mehr magst und eine zusätzliche Schulterdehnung möchtest, dann greife mit dem linken Arm nach hinten, halte dein linkes Bein fest. Und versuche mit der rechten Hand deine linke Hand zu finden und die Finger ineinander zu verschränken. Flexe deinen rechten Fuß und beuge dich nach vorne über dein rechtes Bein. Suche dir hier deine Variante aus und halte. Atme in die Dehnung hinein. Sei ganz liebevoll und achtsam mit dir. Richte dich langsam auf und löse die Finger voneinander. Und strecke dann dein linkes Bein lang aus. Beuge dein rechtes Bein, zieh es nah zu dir ran. Bleibe hier, wenn du magst. Oder bringe den rechten Arm nach innen und beug dich hier nach vorne. Und wenn du die zusätzliche Schulterdehnung möchtest, dann greife mit deinem rechten Arm um dein rechtes Bein. Und versuche von hinten mit der linken Hand deine rechte Hand zu erreichen und die Finger ineinander zu verschränken. Beuge dich nach vorne und bleibe hier. Und richte dich langsam auf. Löse die Finger voneinander. Und strecke dein rechtes Bein lang nach vorne aus. Zieh die Arme lang nach vorne und lege dich Wirbel für Wirbel auf der Matte ab. Wir wollen noch in eine abschließende Drehhaltung im Liegen. Strecke dafür dein linkes Bein lang aus. Lasse dein rechtes Bein gebeugt und bringe dein rechtes Bein rüber zur linken Seite. Die Arme lang zur Seite ausstrecken und schau nach hinten zu deiner rechten Hand. Gerne die Augen schließen, hier bleiben, entspannen. Und kehre langsam zurück zur Mitte. Strecke dein rechtes Bein lang aus, bringe dein linkes Bein angewinkelt rüber zur rechten Seite und schau nach hinten zu deiner linken Hand, schließe erneut deine Augen. Und leg dich langsam zurück auf deinem Rücken ab. Wir wollen noch in die Happy Baby Pose. Greife dafür deine großen Zehen
zieh die Beine zu dir ran, lass den Rücken auf der Matte und wiege dich gerne von rechts nach links für eine kleine Rückenmassage. Und löse die Finger von deinen Füßen. Umarme dich hier einmal, zieh die Knie nah zu dir ran. Und lege ganz langsam die Beine auf der Matte ab. Nimm dir hier die Zeit, ganz langsam runterzukommen. Entspanne Muskel für Muskel und atme tief in den Bauchraum hinein. Die Augen sind geschlossen, die Schultern einmal bewusst abgelegt. Erlaube dir ganz schwer zu werden, dich komplett der Matte abzugeben. Nimm dir die Zeit, dich wahrzunehmen, deinen Gemütszustand wahrzunehmen, Anspannung wahrzunehmen und langsam zu entspannen und mit mir die nächsten Augenblicke in Stille zu genießen in Shavasana. Bleibe gerne noch länger im Shavasana liegen oder bringe langsam Bewegung in Hände und Füße und bring die Arme über Kopf, streck dich ganz lang aus, schließe die Beine, zieh dich in die Länge, tief einatmen und leg dich dann auf eine Seite ab. Bleibe auch hier noch für einen kurzen Moment liegen. Und richte dich ganz langsam auf. Setz dich in einen bequemen Schneidersitz. Lasse die Augen gerne geschlossen. Lege deine Hände auf deinen Knien ab und die Schultern sind entspannt. Noch einmal tief ein- und ausatmen, wieder ankommen, zurückkehren. Atme ein, hebe die Arme lang über die Seiten nach oben an. Führe die Handflächen zueinander, atme aus, Hände vors Herz. Ich bedanke mich bei dir, dass du deine Praxis mit mir teilst, von meinem Herzen zu deinem Namaste. Schau gerne auf meinem Kanal vorbei, da findest du weitere schöne Yoga-Flows, aber auch Food-Inspirationen sowie Vlogs. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um mich zu unterstützen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, genauso wie auch einen Kommentar oder Videowünsche. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.